Ciao zusammen und willkommen zum Wort am Sonntag. Meine Haare hat es gelichtet, seit 2 Wochen habe ich die abgeschnitten. Geht aber heute nicht um die Haare. Ich hoffe natürlich, dass ihr sehr gut durch die letzte Woche gekommen seid, dass ihr alle gesund seid und munter und jetzt den Sonntag noch ausklingen lasst. Bei uns ist es so. Das Wetter ist leider nicht so gut. Ich war vorhin draußen, habe eigentlich diesen Vlog aufgezeichnet und irgendwie ein Tonproblem gehabt. Deswegen hat es mich jetzt angeschissen, mich nochmal anzuziehen, in die Kälte raus und das nochmal aufzunehmen. Und deswegen stehe ich jetzt hier und mache das jetzt so und hoffe natürlich, dass es dieses Mal klappt. Ja, es geht natürlich um Black Desert, wie immer. Vieles ist passiert. Ich hatte letzten Sonntag keinen Vlog gemacht, weil ich irgendwie die Zeit vergessen hatte. Es war mega schönes Wetter und dann war es, glaube ich, schon 11 oder halb 12. Schon bald ging es ans Kochen und deswegen, ja. Aber setzt heute dafür, ne? Auf jeden Fall, ja, es ist einiges passiert. Ich hatte noch gesagt, glaube ich, vor 2 Wochen, dass wir eine kleinere, größere Umstrukturierung haben in der Gilde. Das hat sich tatsächlich wieder bewährt. Also ich bin da sehr positiv gestimmt und es freut mich immer, wenn so Sachen dann auch umgesetzt werden können. Wir haben das Limit erhöht zwar eigentlich auf 40, haben dann aber einige rausgeschmissen, die inaktiv waren, denn das bringt uns natürlich nichts, wenn wir als mittlere Gilde gelten und schlussendlich dann 4, 5 Leute halt nicht mehr spielen oder kaum spielen. Das haben wir mit Absprache von ihnen dann so gemacht. Wir haben sie aus der Gilde geschmissen, galten dann kurz mal als unter 30 Leute als kleine Gilde wieder, hatten dementsprechend auch kleinere Gildenquests. Das ging aber nur ein paar Tage. Mittlerweile sind wir schon wieder mittel und steuern auf die 40 zu. Ja, macht halt Spaß, ne? Leute kommen und gehen, so ist das. Das ist auch einfach im Leben so, so wie natürlich auch im Spiel. Aber wir haben eine gute Truppe jetzt zusammen und ich denke, dass da wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, da eine tolle Sache aufzubauen. Ich glaube, das Aufbauen wird auch nie aufhören. Also wie gesagt, die kommen und gehen und der harte Kern wird bleiben. Wenn der harte Kern größer wird, umso besser. Ansonsten, ja, that's life und es ist nur ein Spiel. Für die, die jetzt beitreten möchten in der Gilde und so, gilt nach wie vor unten den Link verwenden, zu mir ins Discord kommen, dann wird ein Offizier euch aufnehmen, werden ein kurzes Gespräch im Voice führen mit einem von uns oder wie gesagt den Offizieren und dann steht im Normalfall eigentlich einer Gildeneinladung nichts mehr im Wege. Wichtig ist einfach, dass ihr euch ganz klar bewusst seid, wenn ihr in meine Gilde kommt, dass wir eine Altersgrenze nicht direkt haben. Es ist so, dass wir die Jüngsten sind 16, der Älteste ist 65 Jahre und dementsprechend ist natürlich schon, es ist keine Progress-Gilde. Also wir wollen hier absolut keine Leute drin, die denken mit genügend AK und wenn ich so und dies und jenes noch erspielt habe, bin ich echt voll der Burner und voll der Hit. Das geht uns absolut nicht um das. Wir wollen ein gemütliches Zusammenspielen. Wir wollen ein bisschen quasseln, mal ein bisschen über Gott und die Welt sprechen, einfach auch im Voice und nicht nur immer über, wie viel AK hier ist und wie viel Mobs ich getötet habe und wie weit denn mein Charakter eigentlich ist. Das soll so ein bisschen ein familiäres Zusammensein sein. Im Moment haben wir das und da werden wir auch dafür kämpfen, dass das so bleibt. Dementsprechend, ja, musste halt der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen gehen oder zurückstecken, aber so ist es. Aber wenn du Interesse hast, dann nimm den Link, komm ins Voice. Es ist einmalige Voice-Pflicht. Ein Gespräch muss sein, damit wir das einfach alles auch noch mal ein bisschen bequatschen können, damit du uns kennenlernen kannst, wir dich kennenlernen können und schauen, ob das einigermaßen irgendwo passt, weil es bringt dir dann auch nichts, wenn du schlussendlich alleine unterwegs bist. So, wechseln wir mal Thema. Ne? Immer Black Desert. Farm Together hatte ich euch eigentlich versprochen gehabt, dass wir diese Woche streamen. Es kam mir ziemlich viel dazwischen und ich hatte tatsächlich dann, wenn ich Zeit gehabt hätte, war ich aber nicht alleine, war immer noch mein Sohn da und da streame ich aus Prinzip einfach nicht. Da bin ich für ihn da und ich möchte auch nicht sagen, hey, lass mich mal 2 Stunden einfach in Ruhe. Das geht einfach nicht. Und ich würde das schon vorzugsweise sehr gerne übertags machen, sprich eigentlich vormittags. Wir nehmen das jetzt für nächste Woche mal in Angriff. Der Vorteil ist jetzt, dass wir mit den Let's Plays auf dem gleichen Stand seid, wie ich mit meiner Farm. Das war ja auch so ein bisschen ein Problem. Und da könnten wir jetzt anknüpfen und so 1-2 Mal die Woche vielleicht 1-2 Stunden einen Stream von der Farm machen. Dann Dead by Daylight, neuer Killer, neuer Survivor. Die PTP wurde freigeschalten, habe ich auch reingeguckt. Ich habe tatsächlich noch einige Folgen aufgenommen. Und da wird auch etwas kommen. Sobald ein neuer Killer da ist, wird auch da etwas dabei sein natürlich. Aber das wird sicher nicht... Oh, meine Hunde.
wird sicher nicht ein primäres Let's Play, einfach so zwischendurch mal kommen ein paar Folgen davon. Ja, das ist eigentlich großteils schon alles. Ja, ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, alle gesund seid, bleibt gesund, genießt noch den Sonntag, startet morgen gut in die neue Woche und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.